erstmal frühstücken. Hallo Berlin. Ich bin heute auf jeden Fall im absoluten Interior-Traum gelandet. Allein der Tisch, die Stühle und diese wunderschönen Blumen. Aber jetzt haltet euch fest. Schaut euch diese Wand an. Und es geht da überall noch weiter. Ist das nicht ein absoluter Traum? Das wird dann bitte meine Küche in 10 Jahren. Genau so, merkt's euch, in 10 Jahren. Und hier hinter geht's dann weiter in meinen Schlafbereich. In eins der 10 Schlafzimmer. Überall natürlich mit schöner Instagram-Wand. Damit man auch überall Fotos machen kann. Natürlich haben wir hier auch immer ein paar Balkone in meiner Wohnung. Für die Gäste, die sollen es ja auch schön haben. Ja, da hinten geht es dann noch weiter für die anderen Gäste. Und ich habe mich den ganzen Tag noch nicht gezeigt, weil ich erstens viel zu spät dran war. Und zweitens immer noch nackt bin im Gesicht. Deswegen werde ich jetzt gleich auch erst schön gemacht. Aber ich meine, vor dieser Wand ist alles schön. Und ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf einen total spannenden Tag hier mit den Mädels von Sister Mac. Und mit Maybelline. Die kriege ich nämlich gleich auf die Augen drauf. Maybelline Mascara. Und wenn ich diesen Boden sehe, auf dem ich gerade stehe, dann denke ich mir, dass ich genau diesen Boden in meinem Homeoffice an meiner Wand hätte gerne. Das ist genau so eine Betonoptik. Ach ja, schade Schokolade. Muss ich nach... Also wenn ich nochmal heiraten würde, würde ich auf jeden Fall genau so heiraten wollen, mit genau dieser Straußdeko. Es ist ein Traum aus Weiß, Creme, Puder, Rosa. Oh mein Gott, ich will ihn haben. Und was ihr nicht riechen könnt, ist der Duft. Der riecht auch noch so unverschämt lecker. Aber wir sind ja nicht nur wegen den Blumen da. Also ich und wegen dem Boden und wegen den Wänden. Nein, wir gucken mal nach dem Shooting. Ich bin ja die Zweite. Das ist Outfit Nummer 2, was wir jetzt dann gleich shooten mit den dramatischen Augen mit der neuen Maybelline Mascara. Bin ich schon ganz gespannt drauf. Und ihr seht jetzt mein neues H&M Oberteil. Ja, das kommt hier noch rund um die Welt. Ist aber auch schön. Das ist das Make-up Nummer 2. Kolossal. Big Shot. Aha. Und dann geht's gleich damit ans Shooting. Yeah! Da ist die Thea. Da ist die verrückte Annie. Da sind die Fotografen-Mädels. Zart und trotzdem tough. Ja, so bin ich. Tja, und so sieht diese wunderschöne Traumwohnung aus, wenn sie wieder aufgeräumt ist nach dem Shooting. Den Boden würde ich ja so gerne mitnehmen und auch die Wand würde ich gerne mitnehmen. Eigentlich würde ich genau diese Ecke gerne mitnehmen und als Flatlay in mein Homeoffice packen. Ich hatte auf jeden Fall einen verdammt coolen Tag heute in Berlin mit Sister Mac und der neuen Maybelline Mascara und den Jungs, Jungs hatten wir keine, Mädels, den Mädels von Make-up und Shooting und Klamotten und Co. Es war ein super Erlebnis. Und jetzt packen wir die Reste noch zusammen.
Und dann geht's nach Hause. Da ist die tolle Fotografin. Schön war's mit dir. Ciao.